Schönen guten Tag und herzliche Grüße aus Köln. Mein Name ist Brit Batkowiak und ich bin die Regisseurin von Muttersprache Marmeloschen. Muttersprache Marmeloschen können Sie am 28. April ab 18 Uhr im Stream des Deutschen Theaters Berlin ansehen. Und ich wurde gebeten, doch etwas über Muttersprache Marmeloschen zu erzählen. Diese Inszenierung haben wir 2012 herausgebracht. Die Autorin Sascha Mariana Salzmann hat diesen Text geschrieben und ist also schon 8 Jahre her. Und wir hatten, ich glaube, über 70 Vorstellungen damit, sind in mehreren europäischen Ländern auf Gastspiel gewesen. Also generell schon mal ein sehr aufregender Ritt mit diesem Stück. Und das Besondere an diesem Stück ist zum einen, dass mich diese Thematik wahnsinnig berührt hat. Es geht um Familie, genauer um Mütter, drei Frauen dreier Generationen einer Familie begegnen sich und setzen sich mit sich selbst, mit dem Mutter-Tochter-Sein, mit dem Frau-Sein, mit dem Lieben, mit der Frage nach ihrer Identität auseinander und versuchen miteinander zu sprechen, was, wie wir alle wissen, wirklich ein Kraftakt sein kann. Und das alles geschieht sehr humorvoll, sehr emotional und mit Intelligenz und Tiefgang. Und das hat mich damals und auch heute sehr berührt in diesem Stück. Des Weiteren besonders war, dass nicht nur in dem Stück drei Generationen aufeinandertreffen, sondern wir auch in Proben aus drei Generationen von Menschen und Frauen im Speziellen bestanden. Und ich nehme aus dieser Produktion mit, wie furchtbar das sein kann, wie schön es ist, sich auszutauschen, voneinander zu lernen und trotzdem offen und neugierig dabei zu bleiben. Das war sehr aufregend. Und außerdem muss ich sagen, finde ich dieses Stück so wundervoll, weil es endlich drei Frauenfiguren in einem Stück gibt, die gleichberechtigt miteinander sprechen über sich und über die Welt und ihre Suchen und nicht nur über Männer. Das hat mich wahnsinnig gefreut. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Schauen und grüße an dieser Stelle noch das ganze Marmeloschen-Team, wo immer ihr auch seid. Herzliche Grüße, tschüss!